jetzt gerade ganz spontan ein. Muss mal kurz überlegen. Also erstmal fällt mir ein, dass ich hier irgendwie raus muss. Als allernächstes. Huch. Es ist hier dunkel. So. Jetzt können wir erstmal hier unseren Ofen leer machen. So, als Moment, als nächstes. Ja, fällt mir ein, dass es momentan extrem kalt ist draußen, dass man sich den Arsch abfriert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich würde mir persönlich ja, glaube ich, wieder den Sommer zurückwünschen. Oder zumindest etwas wärmere Temperaturen. Dazu kann ich nur sagen, wisst ihr Leute, Thema Erderwärmung. Ich glaube, wir sollten alle noch ein bisschen mehr mit unseren Autos durch die Gegend fahren. Dann haben wir es vielleicht dann auch demnächst ein bisschen wärmer im Winter. Naja, kleiner Scherz. Ist mir nun mal so durch den Kopf gegangen. Weil alle schimpfen immer so auf die Erderwärmung und keine Ahnung, umweltfreundlich sein und sonst irgendwas. Aber Leute, ich bin ganz fest der Ansicht, wir werden es sowieso nie gebacken kriegen. Und irgendwann, wenn die Welt total im Arsch ist und die Umwelt total zerstört, dann werden wir alle rumheulen, dass auch alles doof ist und wie das passieren konnte und keine Ahnung. Genauso wie in den Hollywood-Filmen. Nur im Endeffekt wird wahrscheinlich sowieso niemand irgendwas dagegen machen, weil wir uns einfach zu bequem sind, irgendwas dagegen zu machen. Das ist meine ganz, ganz, ja, ureigene persönliche Meinung. Und ich meine, ich möchte mich davon auch nicht unbedingt ausschließen. Ich sag ganz einfach, ja, solange ich mir das Autofahren leisten kann, fahre ich halt lieber mit dem Auto als mit dem Bus. Weil, ja, ich bin halt lieber für mich alleine. Ich habe ungern irgendwelche Leute neben mir sitzen. Ich will die Musik hören, die ich hören will. Ich will nicht, dass mir irgendeiner auf den Sack geht mit irgendwelchen Gesprächen oder sonst irgendwas. Und ja, ich sag mal, das letzte Mal, wo ich Bahn gefahren bin, hat sich die Sache ja schon wieder bewahrheitet. Sind direkt irgendwelche Leute eingestiegen, die einem tierisch auf den Sack gefallen sind, weil die einem unbedingt an ihren Gesprächen teilhaben lassen müssen. An ihren Witzen und haben dann noch angefangen zu singen, was mir auch persönlich ziemlich auf den Sack ging. Ja, ihr dürft jetzt auch gerne sagen, dass ich total anti bin, aber ist nun mal meine Meinung. Moment, was mache ich denn jetzt hier gerade? Muss jetzt erstmal hier so ein bisschen was essen. Fällt mir gerade mal so ein, wo ich das Steak hier so sehe. So, Hunde könnte ich ja vielleicht auch mal füttern gleich. Jetzt erstmal noch ein paar Ressourcen hier wegpacken. Stein, Stein, ja. Gleich noch, erstmal, Moment, habe ich noch eine Schaufel? Ich muss, glaube ich, noch eine Schaufel basteln. Ja, Schaufel basteln ist gut. So. Beim Thema, ja, wie gesagt, mir gehen halt, ja. Ich will nicht sagen, meine Mitmenschen gehen mir auf den Sender. Aber ja, es gibt halt so manche Situationen, wo ich halt lieber für mich bin, ganz entspannt morgens zur Arbeit fahre. Ja, Augenblick, muss niesen. Huch, das war ein Nieser. Ja, und solange es halt noch irgendwie möglich ist, wobei ich ja bezweifle, dass es irgendwie noch sehr lange möglich sein wird bei den Spritpreisen. Noch so ein Thema, was ich vielleicht anquatschen könnte. Spritpreise. Ja, für die Leute, die ein Auto haben von euch, die werden sich wahrscheinlich auch schon tierisch darüber aufgeregt haben, dass mittlerweile der Liter Diesel irgendwo bei 1,45 ist, 1,50 €. Ja, sind ja Traumwerte. Hätte man früher mal irgendjemandem gesagt, dass er 3 Mark für einen Liter Sprit bezahlt. Derjenige hätte einen wahrscheinlich für verrückt erklärt. Ja, jetzt weiß ich, was ich wollte. Ich wollte Sand abbauen. Seht ihr? Ich quatsch euch hier voll, was ich ja gesagt habe. Aber ich vergesse das Wichtige daran. Juhu, ich kann Sand abbauen, ohne dass ich ertrinke. Nee, kann ich nicht. Kann ich erst hier drüben. So. So, ein bisschen Sand abbauen, damit wir noch mehr Glas haben. Ich werde auch gleich mal mit meiner ganzen Kiste umziehen. Ich frage mich einfach auch so beim Thema Spritpreise, wo da so die Grenze ist. Wann gehen wir auf die Barrikaden? Wann, ja. Ich sag mal, in Frankreich werden irgendwelche Autos angezündet, Straßenzüge, Demonstrationen und was nicht alles. Ja, da wird die halbe Stadt zerlegt, ja, weil denen die Spritpreise zu teuer sind.
Oder irgendwelche anderen Dinge, wo sie irgendwie ein Problem mit haben. Und was machen wir? Wir sagen immer zu allem Ja und Amen. Alles ist gut. Hey, kassiert uns ab. Wir haben gar kein Problem damit. Ungefähr so. Aber ich meine, was rege ich mich auf? Ich sag nur Lemmige. Wir sind doch alle wie Lemmige. Wir laufen doch allem hinterher. Wir machen alles das, was uns gesagt wird. Ja. Aber das ist halt nur meine Meinung. Meine Meinung interessiert wahrscheinlich niemanden. Finde ich auch okay, sollte man auch nicht so ernst nehmen. Ich nehme mich ja selber nicht mal richtig ernst. Jo, jetzt werden wir hier noch mal ein bisschen Land abbauen und anbauen. Ich wechsle jetzt mal wieder auf das Spiel. Liegt mir irgendwie mehr. Ich denke, ich werde hier auch mal so eine Plattform anbauen. Und ich werde nachher auch mal mein Ressort da oben erweitern. Ja, gebt mir all euren Dreck. Für die, die es noch nicht mitbekommen hatten, ich hatte ja den Aufruf gestartet. Ihr könntet mir ja gerne mal schreiben, wenn ihr ein Let's Play Together machen möchtet oder Interesse an sowas hättet. Ich hatte ja schon einige Anfragen deswegen. Und mittlerweile habe ich mich halt dazu entschlossen, ja doch auch mal drauf einzugehen. Ich könnte mir vorstellen, das würde vielleicht auch eine ganz interessante Sache werden, wenn mal andere Leute mal mitspielen. Ich stelle mir da irgendwie so vor, vielleicht einen Minecraft-Server zu machen, bei dem man vielleicht so ein, ja, mit mehreren Leuten vielleicht mal so ein ganzes Dorf aufbaut. Ich hatte mir auch überlegt, ja, Battlefield bietet sich eigentlich auch für solche Aktionen an. Battlefield 3. Ich meine, Battlefield 2 habe ich auch für die Leute, die da Spaß dran haben. Huch, falsch abgebaut. Bin ich auch recht offen für. Schreibt mir dann einfach nur, welches Spiel ihr spielen möchtet, wie alt ihr seid. Weil soll halt nicht diskriminierend sein, aber zu junge Leute sind mir gerade bei Battlefield Zocks. Achtung, jetzt kommt der Erwachsene. Geht für mich so im ersten Moment mal gar nicht. Weil nicht umsonst sind die Spiele ja ab 18. Deswegen möchte ich das eigentlich auch nicht unbedingt unterstützen, dass, sag ich mal, irgendwelche 12-Jährigen das dann spielen. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Bitte, bitte fühlt euch nicht angegriffen. Will ich nur mal hier so gesagt haben. Aber es gibt ja halt auch andere Spiele. Und wie gesagt, also ich denke darüber nach, mal so einen Minecraft-Server zu machen, mit dem man halt regelmäßig dann mal auf Sendung geht, sozusagen. Und ja, dann halt mehrere Leute dann auf einem Server dann halt mal ein bisschen spielen zusammen. Man kann sich ja auch ergänzen. Ich sag, ja. Mist, Moment, Axt. Nehmen wir mal hier die Axt. Vorschläge, Verbesserungsvorschläge, man kann den einen oder anderen mal besuchen gehen und könnte ja eigentlich ganz lustig werden, denke ich mir. Also erstmal hier unseren Garten ein bisschen erweitert. So ganz spontan. So, das war eigentlich schon mal eine nette Fläche. Jetzt graben wir das hier noch weg. So. Oh, entschuldigt bitte. Ein leichter Schnupfen hat mich da erwischt. Zaun? Da. Mach erstmal wieder eher Zaun hin. Trick können wir später machen. So. Jo, Zaun. Juhu, es entwickelt sich. Ein wenig. Könnte vielleicht auch jetzt ein bisschen komisch aussehen, dass da.
dass da unten jetzt ja so eine Art Platte jetzt in der Luft hängt, aber ach, ist mir eigentlich egal. Hauptsache hier oben. Ah, da fällt mir gerade auf, das hier könnte ich ja auf jeden Fall mal wegmachen jetzt. Hatte ich ja letztens schon gesagt, finde ich, sieht irgendwie oberkacke aus. Ah, verdammt, jetzt ist meine Axt kaputt. Ah. Mal eben neu machen. Moment, erstmal hier alles rausmachen. So. Hier. Gebackener Stein. Ja. Yeah. Können wir da ein bisschen Kohle reinpacken. So. Da ist auch Stein gebacken. Super. Kann ich direkt Cobblestones machen. Erstmal wollte ich mir jetzt eine Axt basteln. So. Hätte ich auch gerne aus Diamant, aber ich habe gerade keinen Diamant. Doof, 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 doof. Juhu! Steinziegel da. War noch mehr? Aber klar doch. So, die packen wir an die Seite. Ist auch. So, ich glaube, ich muss mich jetzt mal einiger Sachen entledigen, bevor ich jetzt da oben weiterbauen gehe. Da hat man hier diverses Werkzeug. Rohstoffe. So. Holzdrippen packen wir jetzt mal weg. Die finde ich nicht doof. Holz packen wir dahin. Stein. Packen wir dahin. Cobblestone behalte ich jetzt mal. Die Holzbretter behalte ich auch mal. Erde. So, Glas brauche ich. Fackeln packe ich auch mal hier hin, so Kohle. Feuerzeug, da kann ich ja meine Werkzeuge mal beipacken, brauche ich am Augenblick nicht. Juhu, Redstone, habe ich hier eine Menge von. Holzbretter tun wir da hin, so. Erstmal das ordnen, so. So, haben wir erstmal ein bisschen Platz geschaffen, hier schmeißen wir den Scheiß mal rein. Juhu, jetzt kann ich mir auch bald Sprengstoff machen. Ja. Feuerstein. Samen. Obwohl den Samen, den könnte ich ja eigentlich. Ah, jetzt wüsste ich ja gerne, was man damit dann pflanzt. Bin mir nicht sicher. Ja, komm, die Blumen, die packen wir auch mal ein. Kann ich meinen Garten ein bisschen dekorieren? Setzling. Also einen Baum will ich jetzt nicht pflanzen. Nee. Ich bin mir auch nicht sicher, wenn ich jetzt einen Samen pflanze, ob da nicht dann doch ein Baum rauskommt. Ja, egal. Ich werde es herausfinden. Wie war jetzt hier? Sind da noch mehr Steine drin? Ja, gut. So, Stein. Moment, wo war der Sand? Sorry, Leute, ich muss nochmal zurück. Sand holen. Ich hatte doch gerade hier nur Sand. Wo ist der denn jetzt? Da. Yeah, Sand. Schmeiß mal den da rein. Kann ich wieder ein bisschen Glas machen. Glas. So. So, Moment. Das packen wir da hin. So, dann bauen wir das jetzt erstmal hier zu. Hallo? Ah, Mist. Bisschen Dreck, Erde. Machen wir hier mal ein Klötzchen hin. So. So, das auch wegkloppen. Oh nein, es wird schon wieder dunkel. Doof. So, machen wir weg. Gehen wir mal rauf.